Guten Tag, Vater Arno. Ihr seid aus Budapest zurück? Ja, ich habe mit Professor Boxow gesprochen. Sie nimmt die Zeugenaussagen über Vampire sehr ernst. Im Alter verlieren viele Akademiker den Bezug zur Realität. Ja. Hat sie euch das Manuskript über Vlad Tepesch gezeigt? Das war nicht notwendig. Ich habe mir eine gedruckte Version besorgen können. Sie reicht für meine Zwecke völlig aus. Apropos Thule-Gesellschaft. Ein Kult, der nach Unsterblichkeit strebt. Esoterik interessiert mich nicht wirklich. Was sagst du zu all den Grausamkeiten, die angeblich auf Vlad Tepesch Rechnung gehen? Vlad wurde für alles beschuldigt. Sogar dafür, von der Orthodoxie zum Katholizismus konvertiert zu sein. Aber sein Leben ist nur durch die Werke seiner Feinde bekannt. Ihr müsst zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Es heißt unter anderem, dass er eines Jahres zu Ostern alle Adligen in seinem Land unter seine Kontrolle gebracht hat. Es heißt, dass sie nackt für ihn arbeiten und sein Schloss vergrößern mussten, bis sie vor Erschöpfung tot umfielen. Aber es wird nicht erwähnt, dass die Adligen alle vorherigen Könige betrogen haben. Sie haben das Land durch ständige Verschwörungen in den Ruin getrieben. Sie zu eliminieren, war das Beste, das Vlad tun konnte. Das ist eine Art, die Dinge zu sehen. Es ist an der Zeit, Monsignore Briganti anzurufen, um ihm mitzuteilen, dass meine Untersuchung fast abgeschlossen ist. Ich hoffe, er ist in seinem Büro. Er ist bestimmt nicht in seinem Büro. Okay. Und schwupps. So, Signore Briganti. Links rum, rechts rum. Ach, das ist die Dings hier. Nummer bitte. Irgendwas mit Avanti Briganti. Ja. Hier spricht Kardinal Felice Briganti. Hier spricht Vater Arno Moriani. Wie war es in Budapest? Lehrreich, aber ich muss zugeben, dass Professor Boxows Ansichten eher beunruhigend sind. Das ist alarmierend. Ich hoffe, dass ihr dennoch vorhabt, auf dem geplanten Weg weiterzumachen. Seid versichert. Ich habe auch mit Professor Krüger gesprochen. Er geht das Problem sehr rational an. Ich habe jetzt genügend Material, um meinen Bericht zu schreiben. Heute Abend fange ich an. Ihr seid sehr engagiert, aber versucht euch anschließend etwas zu erholen. Wenn euch Vladoviste gefällt, bleibt doch einfach eine Weile dort. Geht spazieren, betet, genießt die Ruhe. Ich ziehe mich 2 Wochen lang in ein kleines Kloster nach Abruzzo zurück. Wir sehen uns, wenn ich wieder in Rom bin. Auf Wiederhören, Eminenz. Lebt wohl, Arno. Lebt wohl. Und das ich habe lang gearbeitet, beendete meinen Bericht und ging zu Bett. Es war eine schwüle Nacht. Arno! Arno! Und es hat pfff gemacht. Eine weitere bewegte Nacht. Ich habe nun schon zum 3. Mal von Maria geträumt. Ich fühle mich von ihr angezogen. Das ist offensichtlich. Herr, bewahre mich vor der Versuchung. Ach, ja, die Versuchung. Das Medaillon. Ich sah es in einem Traum. Nein. Lateinische Inschrift. Gebt Charon das zurück, was Charon gehört. Charon ist der Fährmann, der die Seelen der Toten über den Fluss Acheron bringt. In der Antike legte man den Toten eine Mütze in den Mund, damit sie die Kosten für ihre Reise bezahlen konnten. Na, Bendina. Eieieiei. Das ist doch ein Hinweis darauf, dass jemand stirbt.
Ich würde den Schrank gerne verschieben. Aber? Dieses Möbelstück ist besonders schwer. Ich kann es auf keinen Fall bewegen. Das ist schlecht. Haben wir irgendwas im Inventar? Nee. Vogelbeeren. Nee. Okay, die Musik kann ich auch. Ich habe einen Schuss gehört. Man platzt nicht einfach so bei jemandem herein. Aber bei dem anderen oder was? Keiner da, aber das ist ein Buch. Ich kann schlecht suchen hier. Ja. Vor 3 Jahren. Müsstest du dann theoretisch auf YouTube in der Playlist finden. Das Ganze. Bei Interesse. So. Vater, ich muss euch sprechen. Okay. Was ist los, Osana? Herr Luca hat mich gebeten, ihn früh zu wecken. Er wollte in die Türkei aufbrechen. Danke. In die Türkei! Stellt euch das vor. Also habe ich heute Morgen an seine Tür geklopft, aber er hat nicht geantwortet. Er hat den Riegel vorgeschoben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist beunruhigend. Vielleicht ist er krank. Soll ich die Tür aufbrechen? Wartet noch, bevor ihr die teure Tür aufbrecht. Vielleicht ist er krank, aber vielleicht hat er auch nur einen festen Schlaf. Ihm schmeckt der Pflaumenschnaps manchmal zu gut. Manchmal. Aber wir müssen sicher gehen, dass es ihm gut geht. Am besten wäre es, wenn ihr in Herrn Lukas Zimmer gelangen könntet, ohne die Tür aufzubrechen, der Schrank. Vater. Der Schrank, aber... Mit dem Wachs poliere ich die Tische. Es ist nicht mehr viel übrig, aber nehmt es, wenn ihr welches braucht. Achi! Oh. Heieiei. Dieses Möbelstück ist besonders schwer. Ich kann es auf keinen Fall bewegen. Das neue, frisches Blut, das sehe ich doch von hier. Da brauche ich nicht mal eine Brille für. In Vladoviste kehrt wieder Normalität ein. In den Bergen ist das Echo der Kanonenschüsse zwar kaum verhallt, aber die Menschen in Vladoviste blicken voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft. Die Wiederaufbauarbeiten haben unter Leitung der neuen dynamischen Regierung begonnen. Das Wasserkraftwerk an den 2 Flüssen ist bereits in Betrieb und die Apotheke, die während des gesamten Krieges geöffnet war, wird bald renoviert. Eine Bibel auf Griechisch. Gütiger Gott! Nein! Tod.
aus nächster Nähe erschossen. Stefans Medaillon. Und er hat wirklich geglaubt, dass es ihn beschützen würde. Besser, ohne zu klagen, auf den ehrwürdigen Schlachtfeldern für den Ruhm unserer Farben sterben, als jemals wieder Sklaven in unserem eigenen Land zu sein. Heiliger Dimitri von Basabarov, Beschützer Rumäniens. Das ist aber Rumänien und nicht Griechenland. Ja, gute Frau. Frage ist, hängt es öfter unten als oben, wegen dem Schatten? Ja, ich würde mal sagen, ist tot, Jim. Ich muss sofort die Polizei alarmieren. Okay. Pass auf, gleich ist er weg. Nummer bitte. Die Polizei, das war der Generalinspektor Bruta. Hier spricht Inspektor Bruta. Guten Tag, ich bin Vater Arno Moriani. Der Journalist Stefan Luca wurde in seinem Zimmer im Gasthaus in Vladoviste ermordet. Ermordet? Seid ihr sicher? Erschossen. Ohne Zweifel. Das ist bedauerlich. Ich kann niemanden schicken. Es gibt einen Aufruhr in Alba Lula. Ihr könnt wirklich nicht kommen? Unmöglich. Die Situation hier ist ernst. Wir befürchten Aufstände und ich brauche alle meine Männer. Und was soll ich tun? Könnt ihr einen Arzt benachrichtigen? Ja, Dr. Maria Florescu. Sie soll die Leiche untersuchen und uns den Bericht schicken. Wir werden schnellstmöglich eine Untersuchung einleiten. Auf Wiederhören, Inspektor. Maria untersuchte die Leiche. Sie glaubte, dass der Tod zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens eingetreten war. Stefan Luca wurde in seinem Bett betäubt, auf den Boden gezerrt und aus nächster Nähe erschossen. Ich muss zugeben, dass eine dunkle Macht am Werk ist. Nach Martha wurde auch Stefan getötet, damit er dem Pfad des Drachen nicht folgt. Hätte ich ihn nur ernst genommen, hätte ich ihm nur geholfen, er könnte noch leben. Mein Gott, kann ich nach Rom zurückkehren, als wäre nichts geschehen? Kann ich den Mörder frei herumlaufen lassen? Können wir nicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Da die Polizei nichts tut, muss ich die Mission fortsetzen, die Martha und Stefan begonnen haben. Ich werde dem Pfad folgen, wo auch immer er mich hinführen mag. Und mit Gottes Hilfe werde ich dem begegnen, was mich am Ende der Reise erwartet. Das ist schon wieder unten. Was ist das hier? Was ist denn das hier? Warum sind da Nägel da oben? Über das alte Gemälde wurde ein neues gehängt. Okay. Platzt nicht einfach so bei jemandem herein. Nee, das macht man nicht. Das macht man nicht. Ich muss Osana fragen, warum sie alle Spiegel im Gasthaus abdeckt. Was für ein Unheil, Vater! Dieser Journalist, der in meinem Gasthaus ermordet wurde. Ich werde den Koffer, den er auf dem Dachboden gelassen hat, wegwerfen, bevor er noch Unglück bringt. Er hat einen Koffer auf dem Dachboden gelassen? Ja. Er sagte, dass er einige Dinge lieber nicht in seinem Zimmer lassen wolle. Könnte ich einen Blick darauf werfen, bevor ihr den Koffer wegwerft? Natürlich. Der Haken für die Falltür ist hinter euch. Seht euch den Koffer ruhig an. Und noch etwas. Hat Stefan Luca euch erzählt, in welche Gegend der Türkei er reisen wollte? Herr Luca hat mir den Namen der Stadt gesagt, aber ich habe ihn vergessen. Er klang wie Joghurt. Versucht bitte, euch zu erinnern. Es ist wichtig. Wie ärgerlich. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Vielleicht kennt Herr Peckmester ihn. Er ist in der Gaststube. Ihr solltet ihn fragen.
Warum sind alle Spiegel hier abgedeckt? Das ist eine Tradition. Das tun wir immer, wenn jemand in einem Haus stirbt. Ach so, damit Dracula auch ohne Probleme durchlaufen kann. Ach so, hinter mir. Niemand würde den Pfarrer verdächtigen. Unseren Freund Stefan Luca hat ein trauriges Schicksal ereilt. Wisst ihr, warum er ermordet wurde? Vielleicht aus politischen Gründen. Stefan hatte seine Überzeugungen. Und das reicht schon aus, um Opfer einer Extremistengruppe zu werden. In Vladoviste. Okay, er wollte in die Türkei. Wisst ihr, wohin? Nein, er hat nur gesagt, dass er dem Pfad des Drachen folgen wollte und dass dieser durch die Türkei verläuft. Wann habt ihr mit ihm gesprochen? Am Abend vor seinem Tod. Wir haben in der Gaststube zusammen etwas getrunken. Er war sehr aufgebracht. Seine Aussagen ergaben keinen Sinn, aber ich habe ihm zugehört, ohne zu widersprechen. Okay, und ihr habt nichts gehört in der Nacht, als der Mord geschah? Nur den Sturm, sonst nichts. Stimmt es, dass Vlad Tepes in der Türkei gefangen gehalten wurde? Die meisten Chroniken berichten, er sei in der Türkei als Geisel gehalten worden und entkommen. Wo genau wurde er gefangen gehalten? Soweit ich weiß, wird das in keiner Quelle erwähnt. Na toll, ich habe vor, dem Pfad des Drachen zu folgen. Nein, das ist doch lächerlich. Ihr nicht auch noch. Glaubt ihr etwa an Stefans verrückte Theorien? Nee. Es steht fest, dass er umgebracht wurde und das verleiht seinen Worten plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Okay. Okay, gut zu wissen. Der Dachboden. Ah. Diese Falltür muss auf den Dachboden führen. War aber gut versteckt, oder? Was guckt denn da? Eine Puppe ist auf. Hier ist der Koffer des Journalisten. Koffer? Das ist ja fast ein Schrank. Okay, da muss ein Medaillon rein. Wahrscheinlich das hier. Ohne die Kette passt Stefans Medaillon perfekt in die Aushöhlung. Dem Vaterland für immer treu. Dem Vaterland für immer treu. Ach du Scheibenkleister. Wo soll ich denn das wissen? Sag mal was dazu.
Feuer, okay. Ich habe 7 Prüfungen gezählt, 7 Gegenstände, 7 Säulen. Fehlt etwas. Lieber Johann, ihr hattet Glück, dass ihr diese Gravur gefunden habt. Sie steht mit dem Pfad des Drachen in Verbindung. Ja, Rumänien. Als Antwort auf eure Frage kann ich euch ein paar Details mitteilen. Die Szene stellt einen Barbiersalon dar. Den Artikeln nach zu urteilen, ist vermutlich in der italienischen Stadt. Barbiere haben lange Zeit die Rolle von Ärzten inne gehabt. Nicht selten haben Barbiere an ihren Kunden einen Aderlass vorgenommen. Das gesammelte Blut wurde an die Schweine verfüttert, die frei in den Straßen herumstreunten. Ich glaube, dass ihr die versteckte Bedeutung dieses Bildes entdeckt habt. Bitte bewahrt dieses Dokument sicher auf, es kann uns zu unserem Ziel führen. Die Nadel fehlt. Ach, diese kleinen Hebel da hinten. Klingt ja was wie ein Tango, oder? Das hat uns jetzt erregt, oder was? Dem Vaterland für immer treu. Rumänien. Gucken wir mal. Rumänische Flagge. Blau, gelb, rot. Also theoretisch war wir jetzt hier so eine zwei. Blau. Ich bin mit einigen dieser Dokumente gut vertraut. Luca hat sie mir in der Gaststube gezeigt. Ah ja. Straßenarbeiter, lebt seit dem Tod seiner Frau alleine, nicht sehr kontaktfreudig, stark, keine vorausgehende Krankengeschichte. September 1913 bewusstlos aufgefunden, als er in der Nähe der Kreuzung der zerbrochenen Eiche arbeitete. Oktober, Blutanalyse, Anomalie festgestellt, ich werde mich mit Professor von Krüger in Verbindung setzen. Ende Oktober, wiederholte Transfusion, der Patient erklärt sich selbst für geheilt, 2 Tage später tot und ausgeblutet in seinem Bett gefunden. Ich werde mit Professor von Krüger in einem Artikel über den Fall arbeiten. Wir glauben, ein neues Syndrom identifiziert zu haben, die P-Anomalie. Der Professor möchte, dass ich mit systematischen Tests an der Bevölkerung... Das haben wir auch schon gelesen.
Entschuldigung, weil, ja, das hatten wir schon. Ariel Vulpeschko, das ist das Kind, was jetzt an der Küste ist. Jetzt haben wir hier eine Hostie. Weihwasser, okay. Lieber Stefan, ich weiß, dass ihr nicht viel von meiner Reise in die Türkei haltet, aber ich fühle mich gesund und stark und fürchte die Wanderung in den Bergen nicht. Morgen werde ich auf dem Rücken eines Esels zurückkehren, um die Höhle an den Seiten des Fuchsgipfels zu untersuchen. Vlad der Fehler wurde dort in seiner Jugend gefangen gehalten und ich habe gute Gründe zur Annahme, dass dort alles begann. Wenn ich Hinweise zu den Umständen seiner Flucht finde, werde ich vielleicht in der Lage sein, auf dem Pfad voranzuschreiten. Seid versichert, dass ich nicht alleine gehen werde. Ich hatte das Glück, einen französischen Eisenbahningenieur zu treffen, der in diesem verlorenen Land topografische Berichte erstellt. Wir haben herausgefunden, dass wir eine Leidenschaft teilen, die Fotografie. Er hat sofort angeboten, mich auf den Fuchsgipfel zu begleiten. Zufällig kennt er diesen Ort gut, da er ihn mehrmals besichtigt hat. Ich füge diesem Brief eines seiner Fotos bei, damit ihr einen Eindruck von der Schönheit der Landschaft in dieser Region bekommt. In tiefer Freundschaft, Martha. Da ist ein Zacken in der Krone da oben. Wo genau liegt der Fuchsgipfel, der in dem Brief erwähnt wird? Dieser Briefumschlag und somit auch die Briefmarke fehlen. PS. Bei meiner Rückkehr werde ich euch die Akte geben, die ich über den Pfad des Drachen zusammengestellt habe, falls mir etwas passieren sollte. Ihr findet sie in meinem Kästchen. Beobachtet die Gemälde an der Wand aufmerksam, um Schlüssel zu finden. Haben wir das schon gehabt? Nach unserem letzten Gespräch habe ich viel nachgedacht. Wo sonst versteckt sich die Bestie? Sie hat ihr Versteck seit dem Krieg ganz sicher gewechselt. Auch wenn ich wüsste, wo es wäre, würde ich nicht direkt dorthin gehen, da sie sicherlich auf der Hut ist. Das hatten wir schon. Ja, hatten wir auch schon. Okay. Der ist immer noch da. Unseren Freund Stefan Luca hat ein trauriges Schicksal ereilt. Wisst ihr, warum er ermordet wurde? Bestimmt vielleicht nicht. Aus politischen Gründen. Ach so. Stefan hatte seine Überzeugungen. Und das reicht schon aus, um Opfer einer Extremistengruppe zu werden. Okay, gut. Herr Luca hat mir den Namen der Stadt gesagt, aber ich habe ihn vergessen. Er klang wie Joghurt. Nummer bitte. Okay. Okay. Warte mal. Das ist ein bisschen wund. Hilft aber auch nicht weiter.